So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lamu-Lama, das Remake. Okay, wir befinden uns im Mausoleum der Giganten, der Riesen. Und wir werden uns jetzt hier weiter umschauen. Wir haben letztes Mal uns den Anfang angeguckt. Haben schon so ein paar interessante Details über die Riesen und so halt herausgefunden, was sie so Schönes gemacht haben und wie sie gestorben sind an sich. Und was steht denn hier Schönes drauf? Es war eine... es war eine Mond... Naja, also es war halt Nacht mit einem Mond, als Yi angefangen hat, zum Land zu beten. Das finde ich schön für den Yi, wenn der zum Land betet oder so, was auch immer. Was ist denn hier? Noch so ein Tafel. Abutu, Yi, Rebo und Sakit. Alle hofften, dass eines Tages... Also Abutu, Yi, Rebo und Sakit hofften, dass eines Tages die Mutter auf diesem Land leben würde. Ja, aber die wollte doch weg, oder nicht? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Moment. Kann's einfach so machen, oder? Ach, das ist das Falsche. Moment mal, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich wollte mal gerne raus. Oh nee, oder? Bin ich wirklich so behindert? Leute, ich bin einfach nur ein riesengroßes Arschloch. Bin ich doof? Ich habe nicht mit dem Teil gelabert, nicht? Moment mal. Komme ich irgendwie wieder raus? Ich wollte keinen Screenshot machen. Wenn ich escape, kommt man irgendwie hier wieder raus? Aus dem Spiel? Es geht wirklich irgendwie Reset. Achso, Return to Title Screen. Okay. Ja, bringt ja nichts. Ich meine, ich habe hier nicht wirklich Fortschritt gemacht dadurch. Es hat gespeichert dort. Nee, hat's gar nicht. Oh. Leute, ich bin dumm. Ich bin wirklich dumm. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich stelle mich von an wie so ein Sack Suppe. Ich muss nicht auf Continue drücken, sondern auf Load. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe nicht mit das Teil nicht gelesen. Ehre das Mausoleum der Riesen. Die traurige Geschichte der Riesen ist hier drin enthalten. Ja, traurig, ne, wenn alle sterben. Okay, so. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist nochmal hoch ein bisschen einkaufen gehen. Ein paar Gewichte kaufen und sowas. So. Jetzt ist das Teil da. Genau, so will ich das doch haben. Okay, wir haben 200 Münzen, damit können wir uns gut was leisten. Nö, hier nichts. Oh, hier war noch dieses, war noch dieser Wasserkasten hier, genau. Waterproof Case, damit kann ich, wenn wir irgendwann mal ins Wasser kommen, auch dort den Laptop benutzen. Das wollte ich zum Einkaufen. Noch ein paar Gewichte. Zack, 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 zack. Okay, 21 sollten wir erstmal durchaus genügen. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nö, okay, damit haben wir eigentlich größtenteils alles Wichtige hier gekauft. Ich habe jetzt die Pistole nicht gekauft, aber die ist jetzt auch nicht unbedingt so wichtig. Okay, das heißt wieder ab, zurück ins Mausoleum der Riesen. Und jetzt kann es weitergehen. Wird ja auch ein wenig Zeit. Ich würde irgendwie gerne oben lang gehen. Weil vielleicht kommt man ja gar nicht mehr dahin. Doch, kommt man. Habt ihr es gehört? Dieses Didüb-Didüb. Das heißt so viel wie, irgendwo hier ist ein geheimer Shop. Sehen tue ich ihn jetzt nicht unbedingt. Ach, okay, hat sich geklärt, der ist da. Was ist das? Hermes Boots. They belong to Legendary... Ich kauf sie einfach mal. Was machen die? Ich weiß nicht, ob es ein Outfit, aber meiner Meinung nach laufen wir jetzt um einiges schneller. Ja, definitiv laufen wir jetzt schneller. Das ist natürlich ein richtig guter Kauf gewesen. Denn nichts geht über schneller laufen. Und wir haben gerade unsere Erfahrung vollgekriegt und damit unsere Leben wieder aufgefrischt. Okay, was steht hier? A Blanket of Countless Stars. Also, es war ein... Die Sterne schienen... über Bardo, als er in einen tiefen Schlaf fiel. So ungefähr steht das da. Bardo, das heißt, wir haben einen, der irgendwie gestorben ist oder in Schlaf gefallen ist, als Sonne war, als es Mond war und als es Sternenhimmel war. Und da komme ich nicht hin. Nö, zumindest nicht so. Okay, das heißt, wir müssen ja theoretisch dann jetzt hier unten lang gehen, dann praktisch hoffentlich auch, weil ich sehe keinen anderen Weg. Okay, du sagst nichts. Da gibt's hier die Geisterchen. Was gibt's hier? Zebo would not budge. Was ist denn budge?
split into two sides and continue to... keine Ahnung, das weiß ich nicht. Irgendwas mit dem, der hat sich zweigeteilt und macht den Kampf weiter mit Zivo, wie er hieß. Ich weiß es nicht. Okay, da ist ein Zutruhe. Kann ich jetzt nicht viel anfangen, außer Gas zu töten. Steht da unten irgendwas Wichtiges drauf? Die Faust, okay, ich habe die Faust getötet. Das... Die... Das rote... Irgendwas... klauen wollen, du wirst niemals es abhauen. Ach, das zeigt die Pfanne an. Merkt euch mal dieses Bild. Merkt euch das Bild. Nee, danke sehr, du Kackfaust. Der, wie sieht jetzt drei Schläge aus? Weißt du jetzt von hinten an den Griff, aber noch nie? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay, da geht's in ein anderes Gebiet. Will ich jetzt nicht unbedingt hin, denke ich. Gibt's noch ein paar Münzen? Oder Gold? Der hat noch einen Abbruss, den fehlt der Kopf, der Arme. Warte mal, hat sich irgendwas erzählt von einem Typen, der noch einen Abbruss hat? War es nicht der Sonnenkunde? Zewu, der Erstgeborene, hielt das Land hoch. Und so war er nicht möglich, sich zu bewegen. Ja, der Arme, ne? Okay. Hier kann man anscheinend nicht viel machen. Da oben war ja auch noch die Truhe zu. Was ist denn hier da unten? Meine Güte, dieses Areal ist groß. Was findet der jetzt schon wieder? Lost Switches. Ach so, ich weiß schon, was ihr meint. Erkläre ich dann. Es gibt manchmal so Druckplatten, auf die man springen muss, mit ihr runtergehen. Ah, jetzt wo kommt das Wichtiges. Um die Mutter zurück in den Himmel zu bringen, bauten Bardo, Migela, Ledo und Futu einen fliegenden Turm. Das heißt, die Riesen haben versucht, die Mutter zurückzubringen. Aber anscheinend haben sie es ja nicht geschafft. Nicht? Und sind deshalb qualenlos gestorben. Und bei dem Versuch, das halt zu schaffen, sind sie draufgegangen, weil sie sich überanstrengt haben oder so. Also das war's, was ich eben gelesen habe. Ich bin auch gut. Ich würde noch gerne da drüben das lesen. Um ehrlich zu sein. Ich batch die Blocks. Ich batch sie kaputt. Kommt die Plattform auch mal wieder? Danke. Nicht los. Drauf da. Danke. Oh ja. Yeah. Kann man sich das nicht irgendwie einspeichern? Gedacht, sonst kann man sich mal einspeichern. Das geht noch nicht mit irgendeiner ROM, ne? Das merke ich, wenn ich an das Versehen stand. Im Leben nicht. Der zeigt Finger. Der Youngest, also der jüngste Sakit, da haben seinen eigenen Weg. Er hat einen Schlüssel in Ledos Körper getan. Ledo war der mit der Sonne, der mit dem Loch im Körper. Und dadurch ist er halt in einen tiefen Schlummer mit Kraft in der Hand gefallen, warum auch immer. Okay, ich akzeptiere das auf alle Fälle. Bist du Sakit? Oder bist du einfach nur der, der böse mit dem Finger zeigt? Wahrscheinlich ist er der, der böse mit dem Finger zeigt. Okay, es ist der linke Arm von dem Riesen. Es ist der linke Arm. Nicht, dass man das falsch verstehen tut. Und das Geld ist weg. Hurra! Ja, hier halt einfach nicht. Na gut. Wir sind die zweite Rasse, geboren von der großen Mutter. Wir wurden gemacht, um die Mutter wieder in den Himmel zu schicken. Lass mir dir die traurige Geschichte unserer Rasse erzählen. Unsere Rasse begann mit 9 Brüdern. Zewu, Bardo, Migela, Ledo, Futo, Abuto, Hiro und Sakit. Du Dreck, Hand. Hasse dich. Also Riesen, das finde ich ja sehr schlimm für euch, aber juckt mich nicht. Batch, Batch. Oh. Ich hasse diese Hände. Ich mag sie nicht. Okay, ist ein bisschen Geld drin. Schön. Wir sind jetzt hier überall so größtenteils gewesen, aber so wirklich was machen konnte man nicht. Wobei, nee, waren wir nicht überall. Hier unten ging es noch irgendwo lang, oder? Ah, ja, daran kann ich mich erinnern. Was ist denn das hier? Okay, also die himmlischen Körper liegen hier drin. Kontrolliert himmlischen Körper und selbst die Zeit mag sich verschieben. Mit himmlischen Körper meinen sie wahrscheinlich Sonne, Mond und Stern. Der erklärt einem, dass wie es mit diesen Springen funktioniert. Und zwar müssen wir halt von der großen Höhe hier drauf springen und... Es verschiebt sich was. Jetzt ist Mond.
Es war irgendwas mit der Ledo. Der Sasaki hätte dem Ledo einen Schlüssel in der Brust gegeben, nicht? So stand das da. Und das war, meiner Meinung nach, der hat nur der Sonne, der also so noch einen Körper hat. Und das muss dann der ganz recht sein. Also mache ich jetzt einfach eine Sonne. Nicht, weil ich spannend ob da jetzt was Neues ist. Ich hab so in Erinnerung, dass das so war. Ist schon ein schwierigeres Rätsel, wenn man halt wirklich diese Tafeln lesen muss, um zu verstehen, was er machen muss. Okay, okay. Der bewegt sich auch kein bisschen. Oh mein Gott, die Faust. So. Ja, wenn es auf einen zukommt, kann man sie ganz leicht töten. Und, er hat auf einmal ein Podest an seiner Brust. Okay, so war es so. Gut. Das heißt, zack. Was auch immer das jetzt gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen wenig Leben. Moment, ich will mal kurz was machen. Also gibt es nämlich eine coole Sache. Man kann nämlich immer wieder hierhin zurückkehren. Und ihr wisst ja vielleicht noch, dass ganz links war so ein Jungbrunnen. Oder so eine heiße Quelle, wo man sich die Leben voll heilen kann. Das mache ich jetzt mal schnell. Etsch der Schlange eine in den Rücken. Okay. Und... Schön heiß baden. Herrlich. Okay. Nee, da will ich nicht hin. Nein, nein, aus böse. Da will ich hin. Ey, was hat denn das jetzt gebracht? Ich meine, ich habe den Typ jetzt mit der Sonne irgendwie da was draufgelegt und das... Ja, hat irgendwas gebracht. Vielleicht hat das ja bei Sakit was gemacht, weil immerhin hat der ihm ja dieses Ding hingegeben. Ist nur die Frage, welcher von diesen ganzen Einzelmännchen ist denn Sakit? Also der anscheinend nicht. Das mit dem hier. Okay, damit haben wir also das... Sag schon, das. Ank freigeschaltet. Das heißt, einer von den beiden muss Sakit sein, oder? Keine Ahnung. Okay, jetzt war ja irgendwas mit Mond. Bin ich mal gespannt. Was war denn mal mit Mond? War da irgendwas Besonderes oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal hoch und guck mir rechts das an. Mond. Nein, okay, danke. Irgendwas mit Mond? Was mit dem nicht? Hier auch nicht. Wo war denn das mit dem Mond? Hier komme ich gar nicht hoch. Sehe ich jetzt erst. Es muss doch aber irgendwas sein, oder nicht? Ich kann jetzt noch mal links gucken, ob da irgendwie was war. Aber ansonsten probiere ich halt den Stern aus. Wenn du willst nichts, ja, dann gab's nur noch die beiden hier. Okay. Also war das der, der beten tut? Aha. Das war. Achso, stimmt. Der Mondkunde hat in der Mondnacht zum Land gebetet. Also, was passiert dann mit dem Sternding? Gute Frage. Ich nehme an, das werden wir jetzt herausfinden. Ja, schön. Fall erstmal runter. Ja, ja, ist gut gemacht. Stern. Es ist ziemlich interessant. Die Riesen haben halt wirklich, sie haben es versucht, die Mutter zurückzubringen, aber es hat nicht geklappt. Sie waren nicht stark genug oder hat nicht genug Durchhaltevermögen, man weiß es nicht. Auf alle Fälle hat es nicht so toll geklappt, nicht? Nee, ja genau, lass dich schön boxen. Ist gut gemacht. Was zum Teufel? Hätte mich das zerquetschen können, wenn ich jetzt nicht zufällig gesprungen wäre? Ach, das war der, der sich schlafen legt, nicht? Ah, genau, okay. Ich könnte wetten, das hätte mich zerquetschen können. Und könnt ihr euch hier dran erinnern? Hier wurde doch was von einer Falle erwähnt und hier links ist ein Podest, das die Kacktruhe aufmacht. Schön. Das war noch aber vorhin noch nicht da, das Podest, oder nicht?
Supi. Supi-dupi. Ich hasse diese Viecher. Ja, jetzt mach die Truhe auf. Okay, da brauchen wir was mit einer Falle erwähnen. Sobald wir das aufsammeln, werden wir in eine Falle gelockt. Wart auf diesen Bild. Ich weiß nicht, ob ihr ihn dran erinnern könnt. Ich kann es auf alle Fälle. Ich hoffe mal, dass der Typ immer noch da rumliegt. Der müde hier. Ja, der liegt noch da. Meine Güte, erschrickt er mich so. Da ist ein Gesicht an dieser mittleren Plattform. Seht ihr, so ein Gesicht dran? Doch, ja, natürlich Fledermäuse. Ich liebe... Ich hasse euch. Miguela ist left-handed. Miguela ist linkshänder? Ne, Moment mal. Kann es sein... Wenn ich die Truhe jetzt einfach nehme, komme ich in eine Falle. Da sieht man doch mal vor der Truhe, das stört das Gesicht. Nee, oder? Vielleicht so? Ah. Ich hatte jetzt irgendwie so eine Erinnerung. Jetzt nehme ich das Ding und... Okay. Dann hatte ich das noch gut in Erinnerung. Gut. Ich meine, es klappt so eine Falle, die hätte mich halt eingesperrt. Aber da ich ja sowieso den Krei habe, wäre es eh kein Problem gewesen, wenn ich einfach hätte wegmachen können. Nicht? So, jetzt habe ich das Ankyuubi. Warte mal, Miguela ist Linkshänder. Hier war... Die Truhe macht man irgendwie auf, indem man auf irgendeinen von diesen Statuen, da ich so ein Podest auf die Füße setzt. Miguela ist links. Sind die alle Rechtshänder? Moment. Der hat doch eindeutig den Speer in der linken Hand, oder nicht? Der andere hat nur in der rechten Hand. Moment, ich will es mal ausprobieren. Ich hasse die Hände. Hä? Miguela ist left-handed, hieß es doch. Hä? Also doch, der Rechtshänder sieht... Okay. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ich will hier nicht sterben, nicht unbedingt. Ein Lebensjuwel. Cool. Nein, warte mal, sind die jetzt bei dem anderen das drauf, du? Ich verstehe. Hey. Moment, Moment. Jetzt will ich kurz gucken, ob die anderen alle, auch alle Linkshänder waren. Miguela ist left-handed. Ja, aber der war doch das eindeutig in der rechten Hand. Der zeigt ebenfalls mit linken Arm. Auch ein linker Arm. Ach so. Wisst ihr, warum der hier so knien muss? Weil ich ansonsten nicht da hochkomme. Der Boss, der zweite. Nö, jetzt nicht. Und der hat ihn aber auch in der Hand. Was wäre denn, wenn ich bei denen jetzt drauf sitzen würde? Ja, ist logischerweise ein falsch, aber okay. Gut. Ja, dann sage ich, wir kümmern uns in den nächsten Part oder in den nächsten Parts, wer weiß, wie gut ich mich anstelle, um den nächsten Boss. Wieso gehe ich hier hin? Ist ja auch egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Robby von Ginger Dolphins. Bis zum nächsten Mal und ciao.